Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Es ist der nächste Kann Tag. sich nicht drauf Genauso wie du verlassen. sagst. Und deswegen sollte jetzt Ich eigentlich habe es Bennett mir schon hier verraten. fertig sein mit dem Hey, du! Amulett. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ich kann das Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Sehr cool. Das war, glaube ich, aber der einfache Teil. Denn wenn ich mich recht erinnere, sind bei Seekrups Hof einige Suchenden. Und jetzt ist es ja so, mit einem Einzelnen komme ich gerade so zurecht. Aber ich glaube, das waren mehrere. So zwei oder drei. Und deswegen habe ich die ja ursprünglich mal links liegen gelassen. Oder rechts liegen gelassen. Oder hinten liegen gelassen. Keine Ahnung. Jedenfalls, weil ich noch nicht stark genug war. Das Problem ist nur, ich bin halt jetzt irgendwie immer noch nicht stark genug dafür. Tja. Genau, da stehen sie rum. Weil sie nicht in ihr Haus können. Ich habe mit denen aber auch schon geredet. Das heißt, hier Hey, du. Dürfte es jetzt nichts. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Nichts wirklich geben, zu besprechen zumindest. Höchstens vielleicht ein bisschen roter Tränenpfeffer oder Blutfliegenstacheln oder so. Wie gesagt, ich will das auch mal selber trinken. So, Seekrup, hey. Genau, da ist er. Aber auch hier gibt es keine Gesprächsoption mehr. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mit denen schon geredet. Und genau, da ist der erste Suchende. Ich hab's befürchtet. Gut, dann mache ich jetzt da Folgendes. Rein damit! Volles Pfund aufs Maul. Okay, interessant. Sie kommen nicht raus. Das heißt, ich kann jetzt hier gemütlich meinen Mana auffüllen. Okay, das ist ja interessant, dass das funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Moment, wie viel Erfahrung habe ich? 178.695. Das reicht gerade nicht. Einer. Ups. Jetzt geht's zur Sache. Den okay. wirst du ja wohl schaffen. Ja, hahaha. Sagst du so einfach. Ich hab mir das... 300, okay. Ich wollte wissen, ob ich einen oder zwei oder mehrere töte damit. Weil das ja, wenn es direkt übereinander liegt, die beiden Schriften für 300, dann ja das trotzdem nur einmal sichtbar ist. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Okay, aber ich weiß jetzt immerhin, wo der steht. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier heile, kann ich mal eben meinen Mana auffüllen. Und dann schnappe ich mir einen Eisblock. Und ich schätze mal, von dieser Seite kommt der im Haus nicht an mich ran. So, dass ich den jetzt hier erstmal einfrieren kann. Genau. Da zweimal drauf zaubern. Und dann machen wir den hier. Sehr schön. Das hat funktioniert. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Deckung, damit ich mich heilen kann. Oh mein Gott. Es geht, aber ich muss sagen, es geht deutlich besser, als ich dachte. Deutlich besser, als ich mir das erhofft hatte. Ich brauche noch eben 5 Lebenspunkte. Ich will da hier lieber auf Nummer sicher gehen. Im Sinne von nichts Blödes versuchen. Keine unnötigen Risiken eingehen. Ein Eisblock bitte. Da ist er. Ist es nur noch einer? Wenn es nur noch einer ist, dann ist gut. Sieht so aus, mich greift von links keiner an, obwohl da links ein Weg ist. Ach verdammt, mal wieder. Den Rhythmus nicht getroffen. So, das reicht. Ein neuer Eisblock, bitte. Perfekt. Und da lässt er erst auch schon nach. Aber dadurch, dass er hier vorgeschädigt war, durch ein oder zwei Zauber von mir, sollte das jetzt gerade so ausreichen. Ja,
okay. Hätte ich meinen Rhythmus nicht verkackt am Anfang und gerade eben nochmal, dann wäre das in der Tat gut gegangen. Aber gut, Trank der Geschwindigkeit. Vielen Dank. Die benutze ich mal wieder gerne. Haben wir hier denn noch mehr von den Viechern? Ja, verdammt, da ist tatsächlich noch einer. Und ich, Idiot, habe natürlich vorher nicht mein Leben oder mein Mana aufgefüllt. Ich habe genau 200 Lebenspunkte. Und an Mana brauche ich 80. Naja, 75. Habe ich noch einen Blauflieder irgendwo? Habe ich nicht. Tja. Gib ihm. Was soll's. Na? Wo ist er denn? Verdammte Axt. Kann ich das jetzt nochmal zaubern mit 26 Mana? Ich glaube nicht. Da trinke ich mal so ein. So, und bevor der jetzt wieder... Sag mal, ich habe Eisblock ausgewählt. Aufs Spiel! Aufs Spiel! Ernsthaft? Spinn nicht so rum. Mach, was ich sage. Da passiert sowas nicht. Das ist ärgerlich. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auf Eisblock gedrückt. Und dann hat er irgendwie so getan, als würde ich die Waffe wegstecken. Und hat die Waffe wieder gezogen. Menü. Okay, das war blöd. Da war ich selber ein bisschen zu langsam. Moment, was ist das? Ach, richtig. Guck mal, das sind die ganzen Runen, die der dabei hat. Die könnte ich mir jetzt alle klauen, aber ich weiß, das ist nur ein Bug, dass ich die jetzt nehmen kann. Das passiert nämlich dann, wenn der Eisblock die... Nichts zu plündern. Jetzt nichts hat das ja auch nicht mehr, genau. Wenn der Eisblock die... Da ist nichts zu. ...die tötet, dann verschwinden nicht alle Dinge aus dem Inventar von denen, sondern es bleibt erstmal alles irgendwie drin. Und die verschwinden erst dann, wenn ich selber sozusagen dann quasi sie durchsuche oder töte. Okay, eine verschlossene Truhe. Ich dachte eigentlich, hier wären die Sachen von Xardas drin. Ich will eben speichern, ich habe immer noch so chronisch wenig Dietriche. Es fängt an mit rechts. Zweimal links, einmal rechts. Dreimal rechts. Und einmal links. Okay. Das ist eine erstaunlich lange Kombination für ein paar Pfeile und ein bisschen Gold. Aber wo ist denn die Truhe, die Xardas meinte? Ist es vielleicht die hier? Sieht so aus, ja. Die Hallen von Irdorat. Oh, Goblin-Skelett erschaffen. Guck mal. Sowas in der Art wollte ich doch. Nur leider sind halt die Goblin-Skelette ein bisschen schwach auf der Brust. Aber hey, was soll's? Was soll's? Fürs Erste zum Ausprobieren, denke ich mal. Könnte das sogar schon reichen. Schauen wir mal. So, hey, Sekop, übrigens, ne? Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Ich danke dir, werter Herr Magier. Was wären wir nur ohne die schützende Hand der Geistlichkeit? Und auf euch selber gestellt? Nicht so schnell, mein Freundchen. Mich interessiert nur eins. Was wollten die schwarzen Männer in deinem Haus? Ich kann es mir nicht erklären, ehrenwerter Herr Magier. Vielleicht hat es... Was? Tut mir leid. Ich habe vor einigen Jahren geschworen, darüber zu schweigen, und ich habe auch nicht vor, meinen Schwur zu brechen. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Huhu. Warte mal. Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Seit die schwarzen Kerle in meinem Haus waren, nicht. Das heißt, er hat auch nicht gemerkt, dass ich die Truhe ausgeräumt habe. Gut, wie hätte er das merken sollen? Er war noch gar nicht im Haus. Aber wir wissen ja, hey, das ist hier in Grafik 2. Das wird einfach geskriptet.
Da bist du, hey. Uzi. Gibt's bei dir was Neues? Halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Ja, sag das mal Till. Ne, und so. Till. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Ach je. Ach, das macht einfach Spaß. Naja. So, ich habe eben hier meinem Herrn und Meister, Xardas, meinem Mentor, Bericht erstatten, dass ich die Dinge erfolgreich an mich genommen habe. Mal schauen, ob er noch irgendwas dazu sagen möchte, bevor ich sie zu Xardas? Xardas? Hallo? Bevor ich sie zu Pyrokar bringe, wollte ich sagen. Ach so, ist Xardas schon aufgebrochen zum Sonnenkreis mit Vardras? Könnte sein, ja. Übrigens, jetzt wo ich gerade hier bin, hier ist ja ein Belia-Schrein. Soweit ich weiß, genau. Ich könnte jetzt hier die Klaue Belias verbessern. Die Sache ist die, als Kämpfer wird die Klaue Belias zu einem richtig coolen Schwert. Als Magier habe ich die Wahl zwischen irgendwie einem halben Dutzend verschiedenen Zaubern. Problem ist nur, die ganzen Zauber, die ich da kriege, die überzeugen mich alle nicht so richtig. Und wenn ich sie jetzt zu Vardras bringe, nee, nicht Vardras, wer war es denn, Saturas bringe und er sie für mich vernichtet, dann kriege ich 2000 Erfahrungspunkte dafür. Von daher habe ich jetzt entschieden, ich werde die Klaue Belias nicht aktivieren, sondern ich werde, wenn ich ohnehin mal zurückgehe nach Jakinda, die Klaue Saturas geben, damit er sie für mich vernichtet. Weil, wie gesagt, der Nutzen ist begrenzt. Der Nutzen ist wirklich arg begrenzt. Und, ich glaube, 2000 Erfahrungspunkte bringen mir mehr. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur am geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Vielleicht hätte ich es vorlesen sollen. Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Moment. Warte mal. Wenn das so interessant ist. Hoffentlich war das jetzt nicht blöd, einfach so zu laden. Okay, es war rechts, links, rechts, zweimal links, dreimal rechts, einmal links. Für das bisschen hier, genau. Naja, gut, es geht ja noch. Interessant ist aber genau diese Truhe. Und zwar, wenn das wirklich so interessant ist, wie der da sagt, der Pyrokar, dann will ich da natürlich selber einen Blick reinwerfen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ich depp. Schauen wir nochmal. Der Einband des Buches lässt sich nicht öffnen. Was ist da jetzt gerade passiert? Mana, Lebensenergie, alles so wie vorher. Okay. Nichts zu plündern. Okay. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal sehr interessant. Was zum Henker ist da gerade passiert? Ich kann das auf jeden Fall nicht lesen. Nun gut, dann muss ich das hier mal eben nochmal schnell machen. Dein Haus ist leer, bla 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 bla. Gib mir ein bisschen Gold. Das hatten wir schon. Und dann schnapp ich mir... Übrigens kann ich so 10 Mana sparen, weil ich mich ja jetzt nicht zu Xardas teleportiere. Naja, was soll's. Auf zum Kloster. So, ich habe übrigens 5 Lernpunkte. Und ich glaube, Mana kostet mich 3 Lernpunkte. Also ich komme jetzt nicht auf 110 hoch. 4 bräuchte ich noch. Nenne ich 110 wieder eine runde Zahl. Schade. Möglich. Naja, was soll's. Wird schon passen. Ich hätte das anders gemacht. Schade, dass das hier nicht funktioniert mit dem Lesen. Übrigens, da oben ist so ein lustiger Kelch, der leuchtet. Ich frage mich. Also, ohne Cheats komme ich da auf jeden Fall nicht hin, aber ich denke mal, mit Cheats könnte ich da hochkommen. Interessant. Werde ich mal versuchen bei Gelegenheit.
gucken, was da passiert. So. Das ist doch. Wir haben es. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Da waren wir. Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Okay. Gut. Brauche ich irgendwas aus dem Kloster? Nein, brauche ich nicht. Da war ich ja erst und habe mir die Rune besorgt. Nein, was ich bräuchte jetzt zurzeit, wäre wie immer etwas Erfahrung. Und da böte sich doch zum Bleistift dieser Suchende an. Mal schauen, ob das nicht klappt. Aber nee, was ich eigentlich tun will, ist jetzt zum Teleporter. Sag mal, ich will nicht ganz so nah ran, damit mein... Wo kommt der hinter mir bitte her? Wo kommt der denn jetzt her? Meine Güte, was soll das denn? Ist das der, der hier ständig patrouilliert? Warum habe ich den nicht gesehen? Oh mein Gott. Okay, wisst ihr was? Vergesst es. Ist mir jetzt zu blöd. Also, mein Plan ist, ich will jetzt zum Sonnenkreis gehen. Da wurde ich bei Magier sind auf mich warten. Der kürzeste Weg dorthin, meiner Meinung nach, verläuft hier durch den Teleporter zur Pyramide der Wassermagier. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich eh schon mal da bin... gut, ich brauche 9000 Erfahrungspunkte, das wird jetzt direkt nicht reichen. Aber ich werde es trotzdem tun. Denn wenn ich eh schon mal hier bin, wie gesagt, dann mache ich das halt eben. So, als allererstes ist doch, glaube ich, hier ein Bett, oder? Ist hier nicht ein Bett irgendwo? Doch, hier ist ein Bett. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 10.38 Uhr. Dann schlafe ich mal bis mittags. Hoffentlich geht das ja. Ich bin ausgeruht. Okay, ich hatte schon die Angst, dass das Buch mir die Erholung verwehrt. Aber nein, dass du das nicht. Glück gehabt. Und hepp. Ich bin noch nie in so ein Portal gesprungen. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich bin gespannt, wie ich jetzt auf der anderen Seite rauskomme. Schade. Direkt auf dem Boden. Nicht irgendwie in der Luft oder so. Oder in der Luft schwebend. Ja. Es war tatsächlich auf die Gefahr hin, es zu glitschen, habe ich es trotzdem ausprobieren wollen. Aber gut. So, wo ist Saturas? Saturas, ich brauche dich mal eben. Genau, du bist das. Ey! Nicht abhauen. Warte mal. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. In den Tiefen? Adanos möge dich schützen. Des Meeres versenken, tja. Im Wasser versenkt zu sein, hat bei dem einen Ring auch nicht geholfen, ne? Hoffen wir mal, dass es ausreicht, um hier den Schaden von der Welt abzuhalten. Dass da irgendwann ein Gollum kommt und dann nach unten taucht und es zufällig findet oder die Meere austrocknen und irgendwer kommt und es findet oder so. Tja, was soll ich sagen? So ist es. Ich hoffe mal, das hilft. Ich hoffe mal, es reicht. Aber ich denke schon, denn so lange geht das Spiel ja nicht mehr. Aber die 2000 Erfahrungspunkte, die werden mir, denke ich mal, auf jeden Fall helfen, hier noch ein, zwei Level mehr zu erreichen. Naja, zumindest einen. Mehr als ich sonst tun würde. So, und da ich jetzt einen weiten Weg vor mir habe, bin ich gewillt, einen Trank der Geschwindigkeit zu opfern. Einfach, um hier ein bisschen Zeit zu sparen. So, Dinge liegen hier eh keine mehr rum. Ich bin hier schon tausendmal durchgelaufen, habe alles gefunden. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, meine Priorität liegt jetzt eher darauf, Gegner rechtzeitig zu erkennen, um ihnen in Zweifelsfalle, wenn es sich zum Beispiel um einen Schattenläufer handelt oder mehrere Suchende, aus dem Weg gehen zu können. Ups. Das war eine Biegung zu viel. So. Ich will nach draußen. Ich will zum Sonnenkreis. Ah, genau. Da ist der Ausgang. Hier habe ich zum Glück schon ein bisschen aufgeräumt.
Ich werde hier jetzt mal nicht den zwischendrin den Schleichweg da nehmen, den ich letztes Mal genommen habe, sondern hier links raus. Der Standardausgang. Nur vorher kurz einen Blick. Hier waren immer Warane. Ich dachte mir, vielleicht sind ein paar neue Warane gespawnt. Im neuen Kapitel. Bin ich überhaupt im neuen Kapitel? Ich glaube nicht, ne? Ich bin nicht in einem neuen Kapitel, seit ich nach Yarkin da bin. Na, komm her. Boah. Wie lange habe ich denn schon keinen Feldräuber mehr gehabt als Gegner? Das ist schon eine ganze Weile her. Aber so richtig lange. Hui. So, gibt's hier Suchende? Sieht nicht so aus. Ich habe trotzdem mal lieber den Eisblock bereit. Denn der ist auf der Nummer 6 und die ist ein bisschen schwerer zugänglich auf der Tastatur als die Nummer 4. Das heißt, im Zweifelsfall werde ich schneller zum Feuer wechseln als zum Eisblock. Sicher ist sicher. Die Reichweite ist, glaube ich, ungefähr gleich. Das heißt, zum Gegner erkennen nimmt sich das nichts. Gut. Ich könnte jetzt natürlich nochmal versuchen, mich mit den Landstreichern anzulegen. Jetzt, wo ich den Eisblock habe. Oder habe ich das schon erfolgreich gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Das waren so viele Versuche, ich weiß gar nicht mehr, ob es erfolgreicher war oder nicht am Ende. Ach je, guck mal, Löcker. Für euch brauche ich keine Magie, wer doch gelacht. Ja, das ist kein Problem. Nichts, da ist nichts zu holen. Also, da ist nichts. Mit Lurkern komme ich ja schon seit geraumer Zeit ganz gut zurecht. Ach, guck mal, hier ist noch Novize. Nichts zu holen. Mit 3 Äpfeln, mein Gott, 3 Äpfel, die esse ich gleich. Ich will ja die Stärke. Und weil Äpfel nicht schmecken, ein bisschen Käse hinterher. Und weil Käse nicht schmeckt, doppelter Hammer, nee. Lieber nicht, der macht Schaden. Grimwald, gibt's bei dir was Neues? Du. Nee, ne? Nöp, du kannst mir nur Jagen beibringen. Ja, die beiden stehen da noch. Ich könnte die jetzt... Nee, lass mal. Solange die mich nicht angreifen, lasse ich die auch mal in Ruhe. Das war doch klar. Hier war doch irgendwo eine Höhle mit diesem Gegner. Ich will das mal eben ausprobieren, jetzt wo ich den Eisblock habe. Ob ich mit dem vielleicht zurechtkomme. So, aber, um ehrlich zu sein, habe ich gerade auf die Uhr geguckt und die Folge ist schon wieder über 20 Minuten lang und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn ich mich mit diesem, keine Ahnung wie er hieß, anlege. Bis dahin, auf Wiedersehen!